das für ein Schuppen? Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich. Die Schuhe, Rufus. Oh, Entschuldigung, Sir. Wow, Dad, das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh. Hör mal, Rufus, ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt und dann geh wieder spielen, okay? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja, also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, bäh. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Boah, das muss man im Kontext sehen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Bu? Nicht Babsi Bu. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Gol. Moment mal. Ist das dein Ernst? Da staunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen, oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad. Muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war... dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date.
Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Chez Schlumpy. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden Sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann, verstehst du? Ich hab dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach. Du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach. Und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Hier, Rufus. Sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält er sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So.
Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ziehen Sie an. Na, wer hätte. Ziehen Sie an. Na, wer hätte. Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Ich habe eigentlich keine Beziehung. Andererseits. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen Sie daraus? Sie stellen Ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Ich würde locker rankommen. Aber solange Sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Öse. Was für ein bescheuertes Wort. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja. Gute Entscheidung. Das ist so ich weiß nicht, ich probiere. Ach ja. Und was ist das hier? Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich bewahre sie als Erinnerung. Woran kann ein Kübel Asche schon groß erinnern? Zum Beispiel daran, dass man Feuerschnabeltiere nicht mit Trockenfutter füttert. Oh. Das ist so ich weiß nicht, das ist ich ja. Wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane, aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem! Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja... Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Ha, alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat.
Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch! Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es, sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Kerzen? Verdammt. Er braucht Kerzen. Ich lese es, ja. Und du hast Kerzen? Ja, aber ich... Na? Ich brauch sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich brauche den Faden? Tja, dann brauche ich ihn wohl nicht mehr, was? Na los, bedien dich. Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Ich brauche Wasser, also auch das Wasser. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo! Ich brauche Kohle. Tja, was auch sonst. Da geht die Kohle. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr. Außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich hab die Regel nicht gemacht. Ich habe sie lediglich etwas verbogen.